Jesus, nee, Peter. 52 Jahre sind wir jetzt verheiratet und es gibt immer noch keine Ruhe. Immer haben wir irgendwas, wo wir noch drüber disputieren können. Aber zum Glück haben wir eine Sache zum Lachen gehabt. Sonst wäre ich schon lange nicht mehr mit dir zusammen und du mit mir auch nicht. Allerhopp, wir fangen einmal an. Also wir verreisen die letzten 4-5 Wochen ganz nahe, neu gewohntes Fernsehprogramm umzuschmeißen. Ich will Dokumentationen überwiegend Antarktis, Sibirien, verschneiden Bayerischer Wald, habe ich das sagen wollen. Wir gucken jetzt schon 3 Wochen durch, welche, was das für Verrechnung gibt und Gas. Und was nicht. Ich friere jeden Abend, wenn ich Fernsehen gucke. Nein, aber Himmel, also es ist wirklich so, wir haben uns an der Droge gewöhnen müssen. Jetzt in der Zeit, wo ich nicht fort bin, obens, wisst ihr, dass das ganz schön schwierig ist? Denn der Peter hat jeden oben Fernsehen gucken können, was er gewollt hat. Das, und wenn ich heimgekommen bin, hat er mir alles was aufgenommen gehabt und so. Und jetzt bin ich schon auch daheim und habe ja auch Bedürfnisse. Und dann müssen wir uns wirklich absprechen und zum Glück können wir ja aufnehmen. Ich habe viel aufgenommen, wo ich dann wieder gelöscht habe. Ich habe gar keine Zeit für Fernsehen zu gucken. Und wenn sie guckt, spätestens eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ah ja. Ich bin halt das nicht gewähnt. Jo, was werden soll? Aufnahme, stopp. An meinem, also ich habe mindestens 20 gelöscht. Und der Rest ist dann stopp. Und dann wieder einsteigst du und das habe ich noch nicht gesehen. Jeder habe ich schon geschlafen, Spulen muss zurück. Das ist Schuhe. Mit der Christine Fernsehen zu gucken, ist es Schuhe. Jo, jetzt langt jetzt. Jetzt erzähle ich noch mal schnell was. Dadurch, dass ich schon jetzt so viel daheim bin, habe ich jetzt einmal eine Zeit, Dinge zu machen, die ich jahrelang nicht gemacht habe. Zum Beispiel in meinen Schränken mal hinter die erste Reihe zu gucken, ne? Was so am Geschirrschrank und im Gläserschrank steht. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich mache jetzt draußen ein großes Schild ans Hof, tu einen Kasten, einen Babadeckelkasten aus und tu da Sachen aus. Und habe Zettel hier gemacht, alles zu mitnehmen, nur nicht den Karton. Und das Ding läuft seit Wochen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was die Leute alles brauchen können. Ich meine, das ist kein Schund, das hat mich irgendwann einmal gefreut, aber ich mache Schränke laufen immer. Auf jeden Fall mache ich das jetzt schon lange Zeit. Und jeden Tag ist alles weg und ich freue mich darüber. Und am Freitag ist unser Enkelsohn gekommen zum Fischessen, zu der Oma und zum Opa. Und der hat geklingelt und dort steht plötzlich ein Mann neben ihm und sagt, nehmen Sie hier auch was weg? Dann hat er gesagt, nein, nein, ich gehe zu meiner Oma und Opa zum Essen. Kostet das was? Nein, hat er gesagt, die Oma stellt doch jeden Tag Zeichen aus. Dann hat er zu dem Tug zum Noah gesagt, wissen Sie, ob die auch Kronleuchter haben zum Weggeben? Hat er gesagt, ach Gott, ich rufe meine Oma raus. Da ist der Neune und gesagt, Oma, geh mal schnell raus. Da steht einer, der fragt, ob wir Kronleuchter haben. Da bin ich raus und habe gesagt, guter Mann, gucken Sie sich unser Hit an. Meinen Sie, dass mal jemals da ein Kronleuchter drin kommen hat? Schweige denn, dass ich jetzt einer zum Hergeben habe. Also, auf jeden Fall, der ist dann ein paar Tage später gekommen und hat die ganze Jazz und alles, was man so noch daheim hatte, in die ganze Kassette mitgenommen. Das war für mich eine große Freude, aber der Kronleuchter, dass der gemeint hat, wir haben Kronleuchter, das war der Knaller. Ja, aber nicht mit der Kaufen, dann hängst du ihn raus. Ja, doch, also so kriegt man auch solche Sachen los. Und ich schmeiße es in den Mülleimer und ein anderer hat noch eine Freude drauf. Also das, und meine Nachbarin hat gesagt, hier, ich hätte auch so manches. Habe ich gesagt, rüber mit, da stehen jetzt alle Sachen draus. Und ich überlege. Die zweite A, also zusammen einen Umkreis von 200 Meter, bringen die Leute, sagen, die Christine, den Karton.
Doch, und das ist schön, wird nichts fortgeschmissen und wird weiter. Das ist ein Vorschlag, das kann jeder machen. Das kriegt man auch nicht verboten, wenn man das schön am Hausrand macht. Und so kann man so Sachen loswerden. Na? Aber das war mal ein Tipp für die, die Langeweile haben. Guck dir mal, was ihr alles im zweiten und dritten Glied in den Schränk habt. Tschüss.